Ein herzliches Willkommen und hallo zusammen bei der Bard Let's Play Judgment. Ich bin Simson Muffix. Wir sind hier mit einem neuen Fall betraut worden. Wir sollen hier nämlich. Tipp, darf ich mal kurz hier. Fallakte, genau. Nebenfall hier. Wir haben nämlich hier von einer Frau gehört, deren Mann möglicherweise fremd geht, da sie nicht weiß, was er tut, wenn er sagt, dass er irgendwo hingeht. Und nun haben wir damit unseren ersten Nebenfall, den wir jetzt lösen. Ich denke mal, es wird darauf laufen, weil wir gehört haben, dass der Mann immer das Café verlässt und ja, sie eben nicht weiß, wo er dann hingeht, dass wir ihn jetzt erstmal beschatten werden. So. Voll schlecht, Mann. Komm. Jetzt kommt's mal näher, meinen. Genau, so, Mann. Alter, was war das? Keine Ahnung, was das war, aber es sah übelst krass aus. Und jetzt? Was macht er? Ja, genau, Mann. Ich habe nämlich gerade die Greiftaste gedrückt. Ihr habt gesehen, dann schlingelt er hier seine Beine um deren Kopf und haut die auf den Boden. Er ist einfach zu stark, Mann. So. Tadama. Willkommen. Was gibt's denn hier? Mit dir können wir Freundschaft schließen. Wollen wir einen guten Krautsalat haben? Jetzt gibt's erstmal einen guten Krautsalat. Mehr kann ich mir leider nicht leisten. Ich muss warten, bis der mein erster Fall hier gelöst wird. Dann kriege ich 80.000 Yen. Hey, das war echt lecker. Danke. Mir ist aufgefallen, dass du schon ein paar Mal hier warst. Eigentlich nicht, ich war zum allerersten Mal da. Außer mit so einem Kazuma, da war ich schon mal hier. Ja, ich komme vorbei, wann immer ich kann. Cool, ich bin übrigens Hayuk Shiu. Mein neuer bester Freund. Hast du auch einen am Köppel? Du kannst mich Yagami nennen. Yagami-san, was? Okay, Japan ist echt ziemlich fremd für mich. Aha. Bist du gerade erst angekommen? Nein, ich bin schon eine Weile hier, aber es wirkt alles noch so neu auf mich. Kann ich verstehen. Es braucht eben eine Weile, sich an alles zu gewöhnen, vor allem hier mitten in der Stadt. Da hast du ja recht. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich ausgerechnet in Kamerujo lande. Angefangen hat alles mit japanischer Musik. Ich habe die Wörter nachgeschaut, die ich nicht verstanden habe. Und da war ich plötzlich hier, um die Sprache zu meistern, die mein Herz gerührt hat. Aber ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Also, ich finde, du schlägst dich sehr gut durch. Mach einfach einen Schritt nach dem anderen, dann wird das. Viel Glück, Shiu. Vielen Dank. Und komm bald wieder vorbei. Okay. Lief doch gut. So, war aber eigentlich nicht der Grund, wieso ich herkommen wollte. Ich wollte ihn ja eigentlich beschatten hier. Dann so, hier sind wir richtig. Ah, Heavy Coffee. Ich war ja auch falsch. Nanu? Okay, dann zeigen wir mal so wieder Verfolgungsskills, Mann. Das ist die zweite erst. Ganz am Anfang im Prolog, also im Kapitel 1, das war ja der große Prolog. Jetzt hier. Die Inszenierung hat schon was in dem Spiel, Mann. Die hat schon echt was. Wie das hier schon wieder eingeführt wurde, dass wir ihn hier verfolgen, das sah schon wieder echt cool aus hier. Ganz unauffällig. Weil ich kenne all solche Verfolgungssequenzen, kennt man aus 100 Milliarden, Millionen, Billiarden Spielen. Und die sind meistens immer nur anstrengend. Weil es halt meistens einfach darauf läuft, gehe langsam, gehe nicht so nah ran und dann dreht er sich um. Also zum Beispiel Assassin's Creed und selbst in Assassin's Creed Odyssey, was ja wirklich ein sehr gutes Spiel ist, klappt das nicht unbedingt so gut. Nicht, dass es das schlecht ist, aber eben... Aber es ist halt nicht so gut. Und hier hat man sich wirklich einige nette Gedanken gemacht, also... Verschwind? Also hier zum Beispiel, dass man in Deckung gehen kann, gab es auch schon davor, aber auch diese Inszenierung, das ist alles echt gut gemacht. Ach, ein Foto will er machen. Ist gar nicht wegen mir hier unterwegs.
Langto. Hallo, ich bin hier gerade in Tokio und mache gerade ein Foto. Ich stehe vor einem Gebäude. Voll cool. Muss ich gleich auf Facebook posten. So. Dann wandern wir weiter. So. Hier müssen wir uns verstecken, oder? Abpassen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sprinten, aber ich möchte es auch nicht herausfinden. Ein kurzer Sprint. So. Weil das ist schon interessant. Also, ich sage ja zum Beispiel die schlimmsten. Also, ich liebe Infamous und Infamous 2. Aber in Infamous gab es auch immer Verfolgungsmissionen. Und die waren immer so ultra nervig. Ist alles gut. Keine Eile. Ja, wie drauf spielt, das kommt nicht so gut an, gell. Da war zum Beispiel immer so, man musste so Leute jagen oder verfolgen und man musste einfach immer umherhüpfen und das war halt echt immer sehr nervig. Und währenddessen hier ja eigentlich ist alles ganz gut funktioniert. So. Und ganz ernsthaft, also es sollte jetzt nicht so oft vorkommen, weil es ist jetzt auch nicht so actionreich wie der Rest des Spiels, aber es ist eine nette Abwechslung und es passt halt ja auch halt zu unserem Detektivwesen hier. So, und wo ist er jetzt? Spielert. Eine Frau. Das sieht nicht gut aus. Die ist ganz schön aufgebrezelt. Muss versuchen, ihr Alter zu verstecken. Vielleicht wieder zum Red Brick? Klingt gut. Sie setzen sich in Bewegung. Das Red Brick, Damit müssen sie das Red Brick Hotel meinen. Ich werde Beweis für etwas benötigen. Von wo aus könnte ich sie am besten erwischen, wenn sie in das Hotel gehen? Hier. Oder hier? Nein, vielleicht hier. Ich sollte ihnen folgen und die Position finden, von wo aus ich hier einen klaren Blick aus habe. So, am Ende zählt das Ergebnis. Auf Fotomission ist deine Aufgabe, bestimmte Vorfälle zu untersuchen und die entscheidenden Momente mit der Kamera festzuhalten. Mach ein Bild, das alle Vorgehen auf der rechten Seite erfüllt. Aber Vorsicht, wenn du ein Bild machst, das nicht alle Vorgehen erfüllt, schlägt die Mission fehl. Such nach dem besten Winkel, wo du das Foto machen kannst, das alle Vorgaben erfüllt. Du kannst erst ein Foto machen, wenn du mindestens eine Vorgabe erfüllst. Okay, und umso besser das Foto ist, umso mehr Punkte kriege ich. Schauen wir mal. So. Ich muss jetzt genau warten, bis sie eben hier reingehen. So. Wunderschild. Drehen die sich eigentlich nochmal um? Ja, habe ich ein Problem. So, kann man ranzoomen? Muss man nicht. Doch, geht. So, und jetzt, wenn sie reingehen. Das perfekte Foto. Das sollte reichen. Das Gesicht des Mannes ist etwas verschoben. Aber das ist das mein deutlicher Beweis. Man sieht eigentlich gar nicht sein Gesicht. Jetzt muss ich drauf finden, mit wem er sich trifft. Ich warte einfach, bis sie wieder auf dem Hotel kommen. Ja, und was macht ein Mann, der sich mit einer Frau in einem Hotelzimmer trifft? Sieht echt nicht gut aus. Aber zum Glück haben wir uns vorhin nochmal Zigaretten gekauft. So, na endlich. Nicht schlecht für eine alte ihr zwei. Sieht aus, als würden sie sich hier trennen. Zeit der Dame zu folgen. Und jetzt nochmal dasselbe Spielchen. Nur eben diesmal für die der holden Dame folgen wir. Wir sind einfach nur so ein Kerl. Einfach ein Kerl, der zufälligerweise dich verfolgt.
So, schön zum Auto. Und da können wir uns verstecken. Hm? Ist da jemand hinter mir? Nein, wird schon nichts sein. Und schauen wir sie gefressen. Wir wollten nämlich eigentlich einen Auftragsmörder anstatt Privatdetektiv werden. Okay. Schön spionieren. Oh, Popo. Ganz entspannt und relaxed. Nicht immer so aggressiv. So. Wo geht sie jetzt hier rein? Oh oh. Ja, das ist halt eine verkehrsgerechte Dame, die ja über den Zebrastreifen geht. Das machen wir nie, deswegen sparen wir uns da deutlich ihren Fußweg. Hä? Ich weiß nicht, wo sie hin will, oder? Hä? Was ist mit der los, Mann? Die hat keine Ahnung, wo sie hin will. Aber wir wissen es. So. Eine Ego-Perspektive verfolgen ist cool. So. Man ist zwar ein bisschen langsamer, aber das ist schon in Ordnung. Hä? Entschuldigung! Ich will nur eine rauchen. Ich bin nur ein Obdachloser. Ich dachte mir schon gerade, wo ist die jetzt hin verschwunden, Mann? So. Das war blöd, Mann. Vorsichtig und vorsichtig. So weite offene Straßen sind immer schlecht. Hey, wir sind nur ein Typ, der gerade vom Fahrrad runtergestiegen ist. Alter, jetzt hat sie sich zweimal am Stück hier umgedreht. Oh, jetzt macht sie auch ihr Fotos, oder? Mädel! Okay. Ganz entspannt. Jetzt dreht sie sich aber echt ein bisschen zu oft um. Ist aber so auffällig. Er sieht doch aus wie jeder normale Japaner. So. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie immer noch. So, ich bleibe hier nur gerne bei meinen Säulen. Obwohl, hinter den Schildern kann ich mich besser verstecken. Sie dreht sich um in 3, 2. Ich habe es echt absehen können, Mann. Ich habe es echt absehen können. Was treiben sie da unten? Ich stalke nur. Nicht weiter schlimm. So. Ich stalke doch nur. Was ist hier? Pidgey Spot Information. Ach, schön. So. Das ist ein sehr schlechter Ort, aber da haben wir wieder ein Schild. Da haben wir eins. Moment, das ist... Wir sind wieder beim Heavy Coffee. Was zur Hölle ist hier los? Könnte es, schätze, das spielt keine Rolle. Die Fotos sollten genug für meine Klientin sein. Hallo? Noriko-san? Yagami-san, haben Sie etwas herausgefunden? Ja, ich würde gerne meine Ergebnisse präsentieren. Können Sie in meinem Büro vorbeikommen? Natürlich, ich bin sofort da. Dann bis gleich. Okay, treffen wir uns im Büro.
Wahrscheinlich ist es nur so. Also es war mir von Anfang klar, dass die ihn jetzt nicht betrügt. Ich bin mir sicher, das ist irgendwie so eine Immobilienmaklerin oder so am Ende jetzt. Irgendwie sowas. Die hat irgendwas kaufen will. Oder vielleicht ihre Tochter, was weiß ich. Basierend auf den Beweisen halte ich es für sicher, dass ihr Mann sie betrügt. Tut mir leid. Verstehe. Entschuldigung, gibt es noch mehr, Yagami-san? Ja. Was die Frau betrifft, die sie mit ihrem Mann trifft, kommt sie ihm bekannt vor? Das ist... Gehe ich richtig in der Annahme, dass sie die Besitzerin des Kaushatsoko ist, der Bar über dem Heavy Café? Ja, da liegen sie absolut richtig. Wir haben uns sogar ein paar Mal getroffen. Ich hatte keine Ahnung, dass er sich mit jemandem aus der Umgebung trifft. Wie konnte er mir das entgehen? Geben sie sich nicht selbst die Schuld. In einer funktionierenden Partnerschaft achtet man nicht auf solche Dinge. Wie ich schon sagte, manchmal ist es besser, wenn die Einzelheiten nicht zutage kommen. Aber ihr Mann trifft sich mit ihrer Nachbarin, so viel steht fest. Und jetzt liegt die Wahrheit wie eine Waffe in ihrer Hand. Achten Sie darauf, sie richtig einzusetzen, okay? Danke, Yagami-san. Ehrlich gesagt fühle ich mich erleichtert, jetzt wo ich es weiß. Ich denke, ich werde mich scheiden lassen. Verstehe. Irgendwie bin ich erleichtert. Jetzt weiß ich es und muss den Rest meines Lebens nicht in Unwissenheit verbringen. Danke, dass Sie so gründlich waren. Das gehört zu meinem Beruf. Wenn Sie noch etwas brauchen, lassen Sie es mich wissen. Ha, nein, danke. Was ich jetzt fühle, fühle ich hoffentlich nie wieder. Diese Falle endet, wo er begonnen hat. Manchmal steht man dem Wald vor lauter, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay. Sehr schön. Oh, ich dachte jetzt, es ist am Ende zur Geschichte, er betrügt ihn gar nicht und er plant nur eine Überraschung. Aber war doch mal ein richtiger Betrüger. Die verschiedenen Anfragen, die Yagami bekommt, werden als Nebenfälle bezeichnet. Nebenfälle können im Detektivbüro Yagami, in der Bartender oder in der Anwaltszeit genau angenommen werden. Detektivbüro Yagami, aktuell findest du eine Band, Bartender, sprich mit Yomasa da. Diese Option steht im Verlauf des Spiels zur Verfügung, können wir schon machen. Anwaltskanzlei Kinder, sprich mit Saori Chosake. Obwohl, das im Tender haben wir noch nicht. Weitere Nebenfälle können sich ergeben, wenn du dich mit jemandem auf der Straße unterhältst. Sobald du den Nebenfall abgeschlossen hast, also Geld, SP und Gegenstände. Ihr bester Ruf von Yagami ist es im Mehrfällekanal nehmen. Du kannst deinen Ruf verbessern, indem du Freundschaften mit einem oder verpflegst und vertiefst. Einige der Klienten freunden sich erst mit dir an, nachdem du den Fall gelöst hast. Okay. 80.000 Yen, Leute! Du kannst den Flipper spielen. Ein Traum ist wahr geworden. So, was haben wir denn hier? Wie sieht es denn aufdrücken aus? Ein Höschen-Dieb gedummt. Das hört sich ja immer noch eine Aufgabe an. So, ich denke, Kaito ist der Verdächtige, da bin ich mir ziemlich sicher. Flipper, ja. Aber erstmal flippen wir es noch eine Runde. Made with Unity? Wo ist Unity Engine? Cool. Schwachstoßen, rechter Flipper. Ach, kriegen wir schon hin, Mann. Alles basiert ja auf dieser schönen Dragon Engine, aber der Flipper basiert auf der Unity Engine, der billigsten, selber programmierten überhaupt, oder? Komm, mach mal einfach, komm, hau einfach raus. Bumpern können wir da, okay, bumpern will ich nicht. So. Eine Runde flippern geht immer. Bam! So. Zack! Zahltag! Also ganz ernsthaft, ich habe mir auch immer überlegt, nein, wenn ich Platz in der Wohnung hätte und so ein bisschen technisches Geschick, ich würde mir auch mal einen Flipper, würde ich mir auch bauen. Und verkackt. Toll, Mann. Scheiß Flipper. Flipper sind immer scheiße, wenn man da hinten raus schießen kann. So. Okay, wir verkacken es. Naja, ist wurscht. War nur so ein kleiner Eindruck, dass wir flippern zumindest können. Nun gut, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen jetzt erstmal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Fall oder wir machen dann gleich hier weiter mit der Hauptzeit. Ist aber nervig, dass da so ewig lange Ladezeit ist. Das liegt daran, dass es hier irgendwie die Engine wechselt. Nun gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal von Let's Play Judgment. Haut rein, bis dahin, ciao.